Zugeschaltet ist mir dazu Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Sie fordern eine Impfpflicht. Sie haben deshalb sogar einen Brief an die geschäftsführende Kanzlerin Merkel geschickt. Wir müssen umgehen mit dieser Pandemie. Wir haben uns ganz klar für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen als HDI, damit wir wirklich ja, diese Situation durchbrechen. Wir haben selber seit dem Sommer mit einer eigenen Impfkampagne einen wesentlichen Beitrag geleistet. Über 150.000 Menschen sind in den Einkaufszentren geimpft worden. Wir sprechen Kunden und Verbraucher in den Läden an, aber auch über eine Social-Media-Kampagne. Das werden wir noch mal verstärken. Und wir haben wirklich die Überzeugung, dass nur mit solch einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung es möglich ist, dauerhaft mit dieser Pandemie zu leben, zu wirtschaften, zu arbeiten. Die deutschen Einzelhändler wollen bei einer weiteren Corona-Welle im Herbst keine erneuten Einschränkungen hinnehmen, weder Ladenschließungen noch Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Solche Maßnahmen seien juristisch nicht mehr durchsetzbar, behauptete der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands HADE, Stefan Gent, am Dienstag in Berlin. Wir haben uns ganz klar für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen als HDI. Sie erinnern sich daran? Nein, ich erinnere mich nicht daran. Nee. Daran erinnere ich mich nicht. Daran erinnere ich mich nicht, okay? Tut mir leid, das entzieht sich meiner Erinnerung. Ich erinnere mich an nichts von alledem. Nein, keine Erinnerung mehr. Ich kann mich nicht erinnern.